Gestatten, Dennis, der Fünfte. Ja, richtig gehört, der fünfte Cheftrainer des TSV München von 1860 in dieser Spielzeit. Der 34-jährige Dennis Buschuev ist der Nachfolger von Daniel Birovka, der die Löwen mit 3 Siegen vor dem Abstieg rettete und nun wieder zur U21 zurückkehrt. Birovka folgte auf Benno Möhlmann, der vom 6. Oktober bis 19. April die Löwengeschicke lenkte. Möhlmann wurde während dieser Zeit einmal wegen einer Operation von Torwarttrainer Kurt Kovacs vertreten. In die Saison starteten die 60er mit Thorsten Fröhling. Nun nimmt also Dennis Buschuev im Löwentrainer-Karussell Platz. Das ist für mich eine Ehre. Ich habe jetzt nach dem Spiel gegen Paderborn mit Oliver Kreuzer kurz gesprochen. Und er hat mir gefragt, ob ich dann in Frankfurt dann Position als Cheftrainer übernehmen kann. Da habe ich bestimmt eine Sekunde überlegt und dann habe ich zugesagt, weil das eine Ehre, nochmal eine Ehre für mich als Trainer bei 1860 München. Der gebürtige Russe kam 2004 als Spieler nach München und wurde 2009 Trainer der U19 Löwen. 2011 machte er seine UEFA Pro-Lizenz, die ihn berechtigt, eine Profimannschaft als Cheftrainer zu betreuen. Genau diese Lizenz fehlt Daniel Birovka noch, sodass eben dessen Stellvertreter bei der zweiten Mannschaft nun die erste Mannschaft leitet. Wir fahren nach Frankfurt, um Spiel zu gewinnen. Trotz Klassenhalt in den letzten Wochen geht es nochmal um sehr viel bei 1860 München. Wie schon Ole Kreuz angedeutet hat, es geht um viel Geld und um besseren Pokalstart. Wir wollen den Platz 14 verteidigen und ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen. Das Verhältnis mit dem TSV war nicht immer von Liebe geprägt. Im November 2013 wurde im Zuge der Entlassung von Alexander Schmidt dessen Co-Trainer mit gekürztem Gehalt zur U21 abgeschoben. Dagegen klagte Buschuev erfolgreich und ist seit Januar 2014 wieder an der Grünwalder Straße. Richtig, ich bin schon seit 12 Jahren im Verein. Ich war nie weg von hier. Ich habe immer in jeder Zeit Daumen gedrückt. Ja, auch in der Phase, wo ich vielleicht nicht gut gelaufen ist. Aber momentan habe ich sehr gutes Gefühl. Ja. Am letzten Spieltag geht es für die Löwen zwar sportlich um nichts mehr, doch da beim FSV Frankfurt mit Falco Götz, ein bei den Löwenfans nicht wohlgelittener ehemaliger 60er-Trainer, gegen den Abstieg kämpft, bekommt das Spiel aus dieser Sicht einen besonderen Geschmack. Und es wird ein Wiedersehen für Dennis Buschuev. Ich kenne Falco Götz noch von Hertha-Zeiten. Ich war als 17-jähriger Russe, damals im Probetraining, als er Hertha-Amateure betreut hat. Am 30. Juni endet der Vertrag von Dennis Buschuev. Es könnte gut sein, dass er als Cheftrainer für einen Spieltag in die Geschichte des TSV München von 1860 eingeht.